Balu fühlt sich allein in seinem Hodensack. Er vermisst seinen Kumpel Balthasar. Doch wo ist Balthasar? Balthasar hat ein Problem. Er ist auf seiner Wanderung in den Hodensack im Leistenkanal zurückgeblieben und steckt nun fest. Ein Urologe schaut genauer hin und bemerkt, dass es ein Hodenhochstand. Die Hoden entwickeln sich im Bauchraum und wandern von dort aus durch den Leistenkanal in den Hodensack. Dabei kann es passieren, dass einer oder beide Hoden an verschiedenen Stellen hängen bleiben. Das ist ein Problem, denn dort ist es dem Hoden zu warm. Das kann die spätere Spermienproduktion beeinflussen und erhöht das Risiko für Hodenkrebs. Deswegen sollten die Hoden bis zum Ende des ersten Lebensjahres beide im Hodensack angekommen sein. Balthasar konnte durch eine kleine Operation befreit werden und leistet nun Balu endlich gute Gesellschaft. Und was könnt ihr nun daraus mitnehmen? Falls ihr einen Hodenhochstand hattet, ist es umso wichtiger, dass ihr einmal im Monat eure Hoden auf Auffälligkeiten abtastet.